das Autobahndreieck Drammetal an der A7. Hier nimmt die A38 ihren Anfang. Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheitsstraße Nummer 13 verbindet die Wirtschaftsräume Göttingen-Kassel im Westen und Halle-Leipzig im Osten. Nach gut 16 Kilometern in Niedersachsen und Hessen führt die neue Autobahn am Südrand des Harzes durch Nordthüringen und Sachsen-Anhalt und erreicht rund 185 Kilometer weiter östlich am Kreuz Rippachtal die A9. In Verantwortung der Degis entstanden in Thüringen und Sachsen-Anhalt 170 Kilometer Strecke und eine Vielzahl von Bauwerken. Darunter ein Autobahnkreuz, drei Autobahndreiecke, zwei Tunnel, 22 Anschlussstellen, 121 Brückenbauwerke, davon 21 Großbrücken über 100 Meter Länge und Parkplätze. Für die Ingenieure und Bauleute bedeutete der Neubau dieser wichtigen Ost-West-Magistrale eine große Herausforderung. Ein wesentlicher Grundsatz in der planerischen Konzeption für die A38 bestand darin, möglichst frühzeitig verkehrswirksame Abschnitte in den Regionen zur Verfügung zu stellen, in denen besonders gravierende Erreichbarkeitsprobleme bzw. Verkehrsbelastungen zu verzeichnen waren. Die regionale Priorität bei der Realisierung der A38 lag im Süden des Großraums Halle. Die bedeutenden Industriestandorte im Chemiedreieck Weißenfels, Merseburg, Buna und insbesondere der neu entstehende Chemiekomplex Leuna 2000 verlangten nach einer unmittelbaren Anbindung an das Fernstraßennetz. Gleichzeitig sollten die Innenstadt von Halle und andere extrem befahrene Ortslagen in dem Ballungsraum schnellstens vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Wie wichtig eine schnelle Verkehrsanbindung für das Unternehmen Leuna 2000 ist, dazu der Geschäftsführer 1996. Lebenswichtig für unsere Raffinerie. Wir produzieren so im Jahr 9 Millionen Tonnen. Davon müssen 3 Millionen Tonnen über die Straße abgefahren werden. Das bedeutet im Schnitt, wenn Sie 20 Tonnen pro Wagen bis 15 Tonnen annehmen, zwischen 550, wenn es ganz niedrig ist, bis über 800 Fahrzeuge pro Tag. Die erste große Aufgabe, die der Bund, das Land und die Degis zu lösen hatten, lautete also zügige Fertigstellung des 9,3 Kilometer langen Abschnitts zwischen Leuna und Lützen, damit Leuna 2000 und die anderen Chemiestandorte der Region schnell einen direkten Autobahnanschluss erhalten. Der Baubeginn für diesen schwierigen Streckenabschnitt erfolgte im August 1995. Zwei Jahre später konnte er für den Verkehr freigegeben werden. Drei Maßnahmen standen im Vordergrund. Zunächst das Autobahnkreuz mit der A9. Abgesehen von den notwendigen Erdarbeiten waren hier drei Brücken zu bauen. Und das stets bei fließendem Verkehr. Auch während der Nachtstunden wurde gearbeitet. Das Autobahnkreuz Rippachtal in Form eines abgewandelten Kleeblatts mit halbdirekter Führung, einem sogenannten Überflieger, über die A9 in Fahrtrichtung Halle anstelle einer vierten Rampe. Die nächste Herausforderung in diesem Abschnitt war die Querung des Saaletals bei Schortleben. Eine weitgehend unberührte Flussniederung von beeindruckender Schönheit. Hier galt es, alle technischen und gestalterischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um eine größtmögliche Harmonie von Brücke und natürlicher Umgebung zu erreichen. Die beiden getrennten Spannbetonüberbauten werden mithilfe einer freitragenden Vorschubrüstung hergestellt. Getragen von 11 schlanken Pfeilerpaaren mit Feldweiten von 52 bis 112 Meter. Am Ende wird ein imposantes Bauwerk von 860 Meter Länge über die Saale führen.
Eine ingenieurtechnische Meisterleistung. Schließlich die technisch komplizierte Querung der viergleisigen Eisenbahnstrecke Halle-Erfurt. Bei voller Aufrechterhaltung des Zugverkehrs wurden an zwei Wochenenden während einer Sperrpause für zwei Gleise vorgefertigte Überbauhälften eingeschoben, langfristig eingeplant, minutengenau eingehalten. Auch wenn zunächst nur eine Hälfte der Saalebrücke befahrbar war, konnte im August 1997 der erste Abschnitt der A38 für den Verkehr freigegeben werden. Ich danke allen, die hier so tüchtig gearbeitet haben. Ein Jahr später dann die vollständige Fertigstellung der Saalebrücke Schkortleben. Das Bauwerk hat sich in die Landschaft eingefügt und ist hier nicht mehr wegzudenken. Wie es 1996-97 auf den Straßen und in den Ortslagen aussah, als es die Autobahn noch nicht gab, dokumentieren Filmaufnahmen aus jener Zeit. Auto an Auto, LKW an LKW. Über Land oder in den Städten, in Halle, über Nordhausen bis Heiligenstadt, überall das gleiche Bild. Verkehrschaos und endlose Staus. Die Hauptlast der seit der Grenzöffnung rapide ansteigenden Verkehrsströme hat die Bundesstraße 80 zu tragen. Die einzige Verkehrsverbindung zwischen der A7 und dem Ballungsgebiet Halle-Leipzig. Lärm- und Schadstoffbelastungen sind für die Anwohner in den engen Ortsdurchfahrten unerträglich. Dazu der damalige Bürgermeister von Breitenbach. Durch unsere Gemeinde Breitenbach fahren täglich etwa 18.000 bis 20.000 Autos. Einen hohen Anteil dabei hat der Schwerlastverkehr. Und für uns als Ort ist es unbedingt erforderlich, dass eine Verkehrsentlastung kommt. Und die kann eigentlich nur kommen durch den Bau einer Autobahn. Diese Straße, vor vielen Jahrzehnten erbaut, kann den gestiegenen Verkehrsbelastungen nicht standhalten. Die Unfallgefahr ist beträchtlich. Diesem Missstand Abhilfe zu schaffen, war dringend geboten. Dementsprechend sollte der erste verkehrswirksame Abschnitt für Thüringen im Raum Nordhausen entstehen, um die chaotischen Verkehrsverhältnisse in der Innenstadt zu entschärfen. 21. März 1996. Ein Festakt bei Nordhausen für das erste 10,5 Kilometer lange Teilstück auf thüringischem Boden. Repräsentanten des Bundes und des Freistaates Thüringen nehmen an dem symbolischen Spatenstich für dieses bedeutsame Bauvorhaben teil. Bereits im Juli waren die Arbeiten für das erste Brückenbauwerk dieses Autobahnneubaus über die Bundesstraße 4 südwestlich von Sundhausen weithin sichtbar. Eine vorgezogene Baumaßnahme, um den engen Zeitplan für den späteren Streckenbau einhalten zu können. Im Zusammenhang mit der Trassenplanung für die Autobahn wurde die B4 von Nordhausen nach Erfurt auf 1,5 Kilometer Länge verlegt und als Bundesstraße 4N an der Anschlussstelle Nordhausen an die A38 angebunden. Eine Besonderheit bei der Herstellung der Fahrbahndecke dieses Abschnitts war, auf einem 3 Kilometer langen Teilstück wurde eine Versuchsstrecke in Waschbeton hergestellt. Vorteile dieses Fahrbahnbelags: erhöhte Griffigkeit und Minderung der Rollgeräusche im Vergleich zu herkömmlichen Betondecken. Eingriffe in Natur und Landschaft sind beim Bau einer Autobahn unvermeidbar und müssen ausgeglichen werden. Die Umverlegung des Riedgrabens war nur eine der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in diesem Abschnitt, die gleichzeitig die Chance bot, diesen stark eutrophierten, das heißt mit Nährstoffen angereicherten Graben zu renaturieren. Die Südumfahrung von Nordhausen wurde in zwei Abschnitten hergestellt. Das erste 7,5 Kilometer lange Teilstück von der Anschlussstelle Heringen bis zur Anschlussstelle Nordhausen konnte bereits im November 1998 freigegeben werden. Die letzten 3 Kilometer bis zur Anschlussstelle Werther waren zu diesem Zeitpunkt noch im Bau. Im Dezember 1999 dann kann auch hier das Band durchgeschnitten werden. Das erste Autobahnteilstück der A38 im Freistaat Thüringen. Erste Entlastung der Innenstadt von Nordhausen. Aufatmen bei Anwohnern und Autofahrern.
Seit 1998 wird auch im Planungsabschnitt zwischen Wallhausen und Sangerhausen gebaut. Dieses 8,6 Kilometer lange Teilstück der A38, das zweite in Sachsen-Anhalt, sollte ebenfalls möglichst schnell in Betrieb genommen werden, um auch Sangerhausen vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Zum Schutz der Anwohner vor Verkehrslärm wurden auf einer Seite der Autobahn massive Lärmschutzwände errichtet, je 540 Meter lang und 4 Meter hoch. Im Zuge der Trasse entstanden in diesem Abschnitt 7 Autobahnbrücken sowie 9 weitere Brückenbauwerke zur Überführung von kleineren Straßen und zur Einbindung der Bundesstraßen im Anschlussbereich. Am 14. Dezember 2000 ist es dann soweit, die Verkehrsfreigabe für den ersten Teil der Umfahrung Sangerhausen. Und viele wollten dabei sein, glücklich darüber, dass endlich nun auch ihre Stadt verkehrliche Entlastung erfährt. Zum Festakt, der am 12. Mai 1998 aus Anlass der offiziellen Grundsteinlegung an dem künftigen Brückenbauwerk für die Anschlussstelle Breiten-Worbis stattfand, kamen nicht nur Befürworter dieser Autobahn. Ich will gestehen, dass ich zu denjenigen gehöre, die, wenn ich da unten stände und ein Schild in der Hand hätte, wahrscheinlich das Schild tragen würden: Wir brauchen dich, A38. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht Respekt vor der Meinung von anderen hat. Ich glaube schon, dass wenn man einmal eine Abwägung macht, für oder dagegen, man letztlich zu der Auffassung kommt, dass es für diese Region, für das Eisfeld, für Thüringen, ja insgesamt für Deutschland wichtig ist, dass dieser A38 kommt. Weiter erinnerte Jürgen Rüttgers daran, dass zur Umwelt nicht nur Tiere, Wald und Wiesen gehören, sondern vor allem der Mensch. Ein wohlmeinender Hinweis für die Autobahngegner. Einige Zeit später bestimmen Maschinen, Kräne und Baufahrzeuge das Bild in der Region Leinefelde-Worbis. Erdarbeiten für Autobahnen und Zubringer. Dass bei jedem Autobahnbau als Kompensation für die Eingriffe in Landschaft und Natur Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden, ist hinreichend bekannt. In diesem Streckenabschnitt spielte darüber hinaus auch der Schutz und die Sicherung von Kulturdenkmälern eine Rolle. Typisch für das Eichsfeld Prozessionsstätten mit sogenannten Wegekreuzen. Dieses Kreuz und die daneben stehende Linde galt es zu bewahren. Beides wurde erhalten. Und der Ort ist heute schöner denn je. Seit 2001 rollt nun der Verkehr auf dem 7,5 Kilometer langen Teilstück zwischen Leinefelde und Breiten-Worbis. Wieder ein Stück Entlastung für die B80 und die Ortsdurchfahrten. In der Schlussbilanz des Streckentagebuchs steht der Bau von 3 Autobahnbrücken und 9 Überführungsbauwerken. Dazu landschaftspflegerische Maßnahmen außerhalb des Trassenbereiches auf 47 Hektar Fläche. Und was sagen die Leinefelder heute zu ihrer Autobahn? Ich finde die cool. Ja. Man kommt schnell überall hin und so. Die brauchen wir. Ich muss oft nach Berlin fahren und dann ist das viel, viel schneller auf jeden Fall. Und jetzt können wir direkt kleine Felder drauf fahren und gleich durch. Dass die Bohrarbeiten, die 1999 unweit von Heiligenstadt stattgefunden haben, Vorarbeiten für den Autobahnneubau waren, ahnten sicherlich nur wenige. Dass die Grundsteinlegung am 3. Mai 2000 an der künftigen Steinbachtalbrücke, eine der beiden Großbrücken in diesem Abschnitt, den Countdown für den Bau der A38 zwischen Heilbad Heiligenstadt und Leinefelde-Worbis bedeutete, wussten viele. Und sie kamen. Und unsere Hoffnung geht dahin, dass stets unfallfrei gebaut werden kann, dass die Brücke bald vollendet werden kann
und dass die Verkehrsteilnehmer diese Brücke gefahrlos passieren können. Startschuss für den vorgezogenen Bau von zwei Großbrücken, damit sie für die Erdtransporte zum Trassenbau rechtzeitig zur Verfügung stehen. Die erste Brücke wird auf 5 Pfeilerachsen über das Steinbachtal geführt. Der vorgefertigte Überbau als einteilige Stahlverbundkonstruktion konzipiert, wird von nur einer Stütze pro Achse getragen. Mittels hydraulischer Pressen wird der Stahlkoloss über die Pfeiler geschoben. Der offene Stahlkasten in der Mitte, in den Abmaßen 8x4 Meter und mit seinem auskragenden Stahlfachwerk. Um im Talbereich eine größtmögliche Transparenz des Bauwerkes zu erreichen, ist die Pfeilerbreite für diese Brücke stark minimiert worden. Der noch offene Fahrbahnträger, eine vollverschweißte Stahlkonstruktion, bei der keine einzige Schraube verwandt wurde. Die Fahrbahnplatte wird auf einem Schalwagen hergestellt, der aus abklappbaren Seiten und den Mittelschalungen besteht. Eine längs verschiebbare Einheit, angepasst an die Tragwerksabmessungen. Die 372 Meter lange Steinbachtalbrücke und die benachbarte Etzelsbachtalbrücke haben eine Gemeinsamkeit. Sie überspannen ökologisch hochsensible Talräume und ein Wasserschutzgebiet. Das 525 Meter lange Bauwerk über den Etzelsbach hat zwei getrennte Überbauten, die als einzellige Spannbeton-Hohlkästen auf einem Vorschubgerüst hergestellt wurden. Ein Gerüst mit der beachtlichen Länge von 128 Metern. Für die bis zu 40 Meter hohen massiven Stahlbetonpfeiler kam eine Kletterschalung zum Einsatz. Die Etzelsbachtalbrücke, ein neues Wahrzeichen in der Eichsfelder Landschaft. In weiten Teilen unberührte Landschaft am Fuße des Kyffhäusers und landwirtschaftliche Nutzfläche zwischen Zechsteingürtel Südharz und Goldener Aue. Die Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen ist hier nicht sichtbar, sehr wohl aber die zahlreichen in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Quertäler. Die A38 wird hier nördlich der B80 auf einer Länge von ca. 31 Kilometern gebaut. Dabei werden 3 Anschlussstellen, 2 Parkplätze sowie der Topografie der Region entsprechend eine Vielzahl von Brücken, darunter 5 Großbrücken, entstehen. Noch steht die Brücke über den Dittichenroder Bach bei Wallhausen in Sachsen-Anhalt im Mai 2002 einsam in der Landschaft. Dieses 117 Meter lange Bauwerk ist als zweistegiger Spannbeton-Plattenbalken ausgeführt worden. Vorzeitig, wie alle Großbrücken im Zuge der A38. Die zweite Brücke, die in diesem landschaftlich reizvollen Gebiet zu Füßen des Kyffhäuser Denkmals vorzeitig in Angriff genommen wurde, ist die Thyratalbrücke. Mit 1115 Metern wird sie die längste Brücke der gesamten A38 sein. Sie überbrückt in einer maximalen Höhe von ca. 40 Metern die Thyra, eine Landesstraße sowie eine Bahnlinie. Auffälligstes Gestaltungselement dieses eleganten Bauwerkes sind die Y-förmig aufgespreizten Pfeilerköpfe. Der Überbau der Thyratalbrücke, der auf 12 Pfeilerachsen ruht, wurde als einteiliger Stahlverbund-Hohlkasten im umweltverträglichen Taktschiebeverfahren hergestellt. Nicht zuletzt durch die gewählte Überbaukonstruktion konnte der Flächenbedarf für Pfeiler- und Widerlagergründung gering gehalten werden. Für den Bau aller Brücken und in besonderer Weise im Bereich sensibler Naturräume galt es, die Beeinträchtigungen für die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Die Flächen für die Baustelleneinrichtungen waren auf das Notwendigste zu beschränken, um die Zerschneidungswirkung durch die Maßnahmen zu minimieren und die naturräumlichen Beziehungen auch während des Baus aufrechtzuerhalten.
Einige Kilometer vor der Thyratalbrücke, auch noch in Sachsen-Anhalt, überspannen zwei weitere Brückenbauwerke ökologisch wertvolle Landschaftsformationen. Die eine Brücke, 263 Meter lang, wird im Landschaftsschutzgebiet des Taubentalsbaches gebaut. Auffällig an diesem Bauwerk sind die als Portalrahmen ausgebildeten Doppelpfeiler. Die benachbarte Brücke über den Weidengraben ist in Gestaltung, Konstruktionsweise und Herstellungsverfahren identisch mit jener über den Taubentalsbach. Mit einer Länge von 352 Metern wird sie über 9 Pfeilerachsen geführt. Ebenfalls über 9 Pfeilerachsen quert ein 375 Meter langes Bauwerk den Hungerbach und ein schützenswertes Biotop, auch hier eine Spannbetonkonstruktion. Es ist die 5. Großbrücke, die hier entsteht, unweit von Görsbach, nunmehr auf thüringischem Gebiet. Hier führt die Autobahn über weite Teile durch Ackerland, aber sie berührt auch ökologisch sensible Bereiche, Lebensraum für Dachse, Glattnattern, Wildkatzen und andere Arten, zu deren Schutz spezielle Zäune und Reptilienbleche errichtet wurden. Als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entstanden unter anderem Streuobstwiesen und Grünlandflächen, Hecken- und Baumreihen, Gehölz- und Sukzessionsflächen. Maßnahmen festgelegt im landschaftspflegerischen Begleitplan. Während die Großbrücken ihrer Fertigstellung entgegengehen, kommen die Streckenbauer zum Einsatz. Die Menschen warten darauf, dass sie auch hier bald die A38 nutzen können und das Verkehrschaos in den Städten und Gemeinden ein Ende hat. Die 200 Meter lange Brücke über den Rodegraben liegt in dem rund 14 Kilometer langen Autobahnabschnitt zwischen den Anschlussstellen Bleicherode und Werther, der in zwei Etappen erstellt wurde. Sie gehört, wie die 94 Meter lange Wipperbrücke, zum ersten 9,6 Kilometer langen Teilstück zwischen Wipperdorf und Werther, das von September 2000 bis Dezember 2002 entstand. Der zweite Bauabschnitt zwischen Bleicherode und Wipperdorf wurde im Dezember 2006 für den Verkehr freigegeben. Das erste Bauwerk, das ab 1999 im Abschnitt Sangerhausen-Eisleben gebaut wurde, ist die 332 Meter lange Talbrücke über den Einzingerbach. Der östliche Teil des Baus mit dem Widerlager ist so angeordnet, dass das Naturschutzgebiet Handkante im Talraum möglichst wenig beeinträchtigt wird. Über 7 Pfeilerachsen wachsen die getrennten Überbauten im umweltschonenden Taktschiebeverfahren. Ab November 2000 dann der Beginn der Streckenarbeiten, unter anderem mit dem Bau der Anschlussstelle Eisleben, konzipiert als ein unsymmetrisches halbes Kleeblatt. Freigegeben wurde dieser Streckenbereich im Dezember 2002. Zur Jahresfrist stand den Verkehrsteilnehmern in der Region damit ein zusammenhängender Autobahnabschnitt von 26 Autobahnkilometern zur Verfügung. Ein großer Teil des Durchgangsverkehrs, der sich bisher über die B80 quälte, wird nun auf der A38 gebündelt. Anwohner und Autofahrer können aufatmen. Unmittelbar vor der Talbrücke über den Einzingerbach entsteht das Autobahndreieck Südharz. Hier bindet die A71 in Richtung Erfurt an die A38 an. Der Bau von rund 35 Kilometer des VDE-Zubringerprojektes A71 liegt in der Verantwortung der Degis. Die Untertunnelung des Höhenzuges der Schmücke ist hier bereits erfolgt. Zurück zur A38. In dem gut 17 Kilometer langen Abschnitt zwischen Sangerhausen Süd und Eisleben entstanden neben den beiden Anschlussstellen 9 Brückenbauwerke, darunter die Großbrücke über den Einzingerbach.
23. März 2004. Wieder ein Festakt im Zuge der A38 an einem Ort mit hohem Symbolcharakter. Ein Ort, an dem deutsch-deutsche Geschichte geschrieben wurde. Der offizielle Tunnelanschlag für die Unterquerung des Heidkopfs. Menschen treffen hier aufeinander aus Thüringen, aus Hessen, aus Niedersachsen. Dieses Tunnelbauwerk entsteht genau dort, wo über Jahrzehnte scharf bewachte Grenzanlagen ein unüberwindliches Hindernis bildeten. Und ich möchte heute natürlich an diesem Tag auch an den 10.11. November 1989 erinnern, als Tausende von Menschen sich aufgemacht haben, diese Grenze meistens erstmalig zu überschreiten. Und deshalb finde ich es gut und finde es richtig, dass dieser Tunnel, der Heidkopftunnel, den Beinamen Tunnel der deutschen Einheit trägt. Ökologie, Umweltschutz kann man nie ohne den Menschen gestalten. Wenn wir es nicht schaffen, wirtschaftliche Entwicklung in dieser Region noch stärker voranzubringen, dann bleibt die Region möglichst schön, wird eine tolle Umwelt haben, aber dann sind die Menschen nicht mehr in dieser Region zu Hause. Und deshalb finde ich es sehr gut, dass hier eine ökologisch sehr vertretbare Lösung gefunden wurde mit dem Heidkopftunnel und dass wir diese Lebensader als Wirtschaftsader für diese Region bekommen, um hier Impulse für mehr Wachstum und mehr Beschäftigung zu haben. Der Segen der Kirchen, der Beistand der Tunnelpatin, gute Wünsche der vielen Menschen, die sich zu diesem Ereignis eingefunden haben, werden den Bau dieses 1724 Meter langen Tunnels begleiten. Ein Bauwerk, das ingenieurtechnisch das aufwendigste in diesem westlichen Bereich der A38 ist. Zwei Jahre später, im Herbst 2006, ist der Heidkopftunnel, Tunnel der deutschen Einheit, weitgehend fertiggestellt. Letzte Arbeiten vor dem Ostportal. Dieser Tunnel verbindet nun das Land Niedersachsen mit dem Freistaat Thüringen. Schnell, sicher und ohne jegliche Behinderung. Die beiden parallel verlaufenden Tunnelröhren wurden in bergmännischer Bauweise aufgefahren. Hier am Westportal begann der mühevolle Weg für Mineure und Bauleute durch den Berg. Das Ausbruchmaterial, rund 340.000 Kubikmeter Festgestein, wurde aufbereitet und in die Trasse eingebaut. Zwei Fahrstreifen für jede Röhre, Notgehwege, Pannenbuchten. Die Innenschale gefertigt aus mehr als 46.000 Kubikmetern wasserundurchlässigem Beton. Und am Ende der Südröhre ein kleiner roter Nagel als symbolisches Zeichen für den Verlauf der einstigen Grenze, eingeschlagen von den Erbauern des Tunnels. Zur Mahnung, ganz in der Nähe, Überreste der ehemaligen Grenzanlagen. Heute verläuft hier das grüne Band, ein Gürtel geschützter Natur, quer durch Thüringen, durch Deutschland, durch Osteuropa. Rege Bautätigkeit auch im Abschnitt östlich des Tunnels. Die rund 200 Meter lange Brücke über das Abental. Auch der Streckenbau ist in vollem Gange. Der Fahrbahnbelag wird aufgebracht, Restarbeiten werden erledigt. In wenigen Monaten soll hier der Verkehr rollen. Die zweite Großbrücke in diesem Abschnitt ist die 252 Meter lange Brücke über das Bebertal. Trotz schwieriger Randbedingungen entstand ein Bauwerk, das sich harmonisch in die Landschaft einfügt. Alles ist gerichtet. Der Startschuss zur Verkehrsfreigabe kann fallen. Dieses Ereignis muss gefeiert werden, mit einem Volksfest im November 2006, zu dem die Menschen von beiden Seiten der ehemaligen Grenze in Scharen strömten. Letztes Reinemachen vor der Freigabe im Dezember. Es soll alles schön sein, wenn die Gäste kommen. Die Ausstattung des Tunnels entspricht höchsten Sicherheitsanforderungen und modernstem technischen Standard. Nicht umsonst erhielt dieser Tunnel beim großen Test des ADAC im Jahr 2008 das Prädikat bester deutscher Straßentunnel. Ein Bauwerk, das verbindet. Eigentlich eine ganz normale Sache. Ahrenshausen und Friedland werden miteinander verbunden. Der Heidkopftunnel, nun ja. Die Kinder,
die noch jung an Jahren dann später mal diesen Tunnel durchqueren werden, die werden das für die normalste Sache der Welt halten. Halte die Seite fest von dem Band. Ja, ja, schön, schnippst es weg. Oder halt es in der Mitte, das eine. Yeah. So. Boah, guck da mal. Dreh- und Angelpunkt für die verkehrliche Erschließung des Großraums Halle im Süden und Westen durch das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 13 ist das Dreieck Halle Süd. An diesem Knoten wird der Verkehr verteilt. In Richtung Südosten auf der A38 bis zur A9 am Kreuz Rippachtal, in nördlicher Richtung auf der A143 bis zur A14 am künftigen Dreieck Halle Nord. Seit August 1997 ist über die Anschlussstelle Leuna der südliche Teil des Chemiedreiecks an die A9 angebunden, das erste fertiggestellte Teilstück der A38 überhaupt. Etappenweise wurden dann die verbleibenden Abschnitte gebaut und sukzessive in Betrieb genommen, wie Flugaufnahmen vom Sommer 2003 dokumentieren. Im April 2003 ist der 5,5 Kilometer lange Abschnitt Leuna-Merseburg Süd unter Verkehr. Weitere 8 Kilometer zwischen Merseburg Süd und Merseburg Nord kamen im September hinzu. Die Verkehrsfreigabe für die Abschnitte von Merseburg Nord über das Dreieck Halle Süd bis zur Anschlussstelle Holleben auf der A143 erfolgte schließlich im November. Damit standen zur Jahresfrist 2003 weitere 22 Kilometer neuer Autobahn in dieser wichtigen Industrieregion Sachsen-Anhalts zur Verfügung. Ein knappes Jahr später kamen 7 Kilometer auf der A143 zwischen den Anschlussstellen Holleben und Halle-Neustadt dazu. Optimale Anbindung an das Fernstraßennetz für die bedeutenden Chemiestandorte und spürbare Entlastungseffekte für die Innenstädte und Ortsdurchfahrten. Die letzten 12,6 Kilometer der A143 werden durch dieses Gebiet führen. Noch sind keine Baumaßnahmen an den Ufern der Saale zu sehen, doch Planungen und Bauvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Strecke wird hier an der Anschlussstelle Halle-Neustadt, dem Verknüpfungspunkt mit der B80, anschließen und in nördlicher Richtung bis zur Anbindung an die A14 am Autobahndreieck Halle-Nord führen. Auf der künftigen Trasse der A38, wie hier zwischen Eisleben und Schafstedt, waren Archäologen aktiv, ehe die Straßenbauer an die Arbeit gehen konnten. Bei jedem Autobahnbau unterliegt die Bergung von Bodendenkmälern besonderem gesetzlichen Schutz. 5 große archäologische Untersuchungsflächen konnten auf diesem ca. 15 Kilometer langen Teilstück freigelegt werden. Das ist für uns Archäologen ein großer Glücksfall, dass wir gerade hier graben dürfen, weil nur dadurch haben wir die Möglichkeit, diese sensationellen Funde bergen und dokumentieren zu können. Wenn jetzt die Autobahn an einer anderen Stelle laufen würde, hätten wir gar nicht die Möglichkeit und viele dieser bedeutenden Funde würden uns quasi durch die Lappen gehen. Funde von internationaler Bedeutung im letzten Streckenabschnitt Sachsen-Anhalts. Siedlungsreste und Friedhöfe zwischen 3000 und 4000 Jahre alt. Nach Abschluss der Grabungsarbeiten erhielten 2004 auch die beiden Großbrücken in diesem Streckenabschnitt vorzeitiges Baurecht. Die Weidertalbrücke, Querungsbauwerk über ein Naturschutzgebiet mit Fauna-Flora-Habitat-Tabuzonen, bedeutete für Ingenieure und Bauleute eine besondere Herausforderung. Mit der Vorgabe, die Pfeiler in FFH-freien Bereichen zu platzieren und die Talniederung stützenfrei zu queren, war im Hauptfeld die außerordentlich große Stützweite von 158 Metern erforderlich.
Der Überbau in der Hauptöffnung und die anschließenden Seitenöffnungen wurden im Freivorbau hergestellt. Ausgehend von den Hauptpfeilern, die als Doppelpfeiler erbaut wurden, wuchsen die Überbauten für die getrennt verlaufenden Richtungsfahrbahnen Meter um Meter. Eine optimale Lösung für den geschützten Naturraum. In diesem sensiblen Landschaftsbereich besticht die 453 Meter lange Weidertalbrücke durch ihr ästhetisches Erscheinungsbild. Besonders gelungen sind die Wutungen über den Pfeilern im Bereich des Hauptfeldes. Auf 13 Pfeilerachsen überspannt die 600 Meter lange Weitschkerbach-Talbrücke den Talraum. Ihre getrennt verlaufenden Überbauten wurden auf einem Vorschubgerüst hergestellt und ruhen jeweils auf separaten Pfeilern, bestehend aus zwei Einzelstützen. Die linsenförmigen Pfeilerstiele sind über zurückgesetzte Querriegel miteinander verbunden. Noch sind einige Hinweisschilder an der Autobahn abgedeckt. Doch die im Frühsommer 2008 gedrehten Flugaufnahmen in diesem 9,3 Kilometer langen Streckenabschnitt machen deutlich, alles liegt perfekt im Zeitplan. Die letzten Kilometer Fahrbahndecke werden eingebaut. Restarbeiten im Bereich der Anschlussstellen und an den Rastplätzen. Auch die Großbrücken sind weitestgehend fertiggestellt. Harmonisch fügt sich die Autobahn in die Landschaft ein. Heute schließt sich hier in Sachsen-Anhalt der Kreis des Autobahnneubaus der A38. Nachdem wir vor rund 11 Jahren den ersten Abschnitt freigegeben haben zwischen Lützen und Leuna, wird heute hier der letzte Abschnitt zwischen Eisleben und dem Autobahndreieck Halle Süd für den Verkehr freigegeben werden können. 10. Dezember 2008. Ein Grund zum Feiern. Blasmusik erklingt und politische Prominenz erweist dieser Freigabe den würdigen Rahmen. Pünktlich übergeben wir den letzten Abschnitt auf sachsen-anhaltinischem Gebiet der A38. Und die Menschen warten darauf, dass jetzt hier endlich der Verkehr fließt und deshalb möchte ich es ganz kurz halten. Halle-Leipzig und das Rhein-Ruhr-Gebiet wachsen mit der A38 zusammen. Sie ist noch nicht hundertprozentig fertig, aber hier auf dem Gebiet dieses wunderbaren Bundeslandes sind wir jetzt fertig. Vor zwei Tagen schon habe ich in einer Zeitung gelesen, großes Aufatmen am Süßen See. Und wer die Belastung, vor allen Dingen den Durchgangsverkehr der B80 kennt, der kann das richtig verstehen. Okay. Aber es ging nur um den Grog. Eins, zwei, ja, es geht um den Grog. Über diesen freigegebenen Streckenabschnitt freut sich nicht nur die Feuerwehr. Auch auf die Fertigstellung des letzten Abschnittes in Thüringen warten die Verkehrsteilnehmer, besonders die Brummifahrer. Seit Jahresbeginn 2007 wird hier unweit von Berntehrode die 307 Meter lange Rientalbrücke gebaut, die dem 870 Meter langen Höllbergtunnel vorgelagert ist. Die beiden parallel verlaufenden Tunnelröhren wurden überwiegend in bergmännischer Bauweise aufgefahren. Sprengung in der Südröhre. Der letzte Durchbruch ist geschafft. Ein herzliches Glück auf den Mineuren, verbunden mit Dank für die gelungene Arbeit.
Glück auf! Hinter dem Tunnelportal verrichten die Straßenbauer ihre Arbeit. Sie ist für sie hier ungewöhnlich, denn der Verlauf der Trasse tangiert eine alte Kali-Rückstandshalde. Dafür müssen ungefähr 150.000 Kubikmeter Erdmaterial abgetragen und verbracht werden. Unmittelbar neben dem Tunnel, noch im Baustellenbereich, wurden für die hier beheimateten Bergmolche künstliche Laichgewässer geschaffen und Amphibienleiteinrichtungen installiert. Verantwortungsvoller Umgang mit der sensiblen Umwelt, auch während der Bauphase. Sichtbarer Baufortschritt ist im Frühjahr 2008 zu verzeichnen. Die Rientalbrücke wächst und die Rohbauarbeiten im Tunnel sind in vollem Gange. Nach Herstellung der Portalbereiche in offener Bauweise ist man im Tunnel dabei, die Tunnelschale zu betonieren. Ein Vorgang, der dem interessierten Beobachter normalerweise verborgen bleibt. Nachdem das Gebirge gegen ein Nachbrechen abgestützt und gesichert wurde, bildet der Einbau einer 40 cm dicken Betoninnenschale den Abschluss des Rohbaus. Für jede Tunnelröhre sind 70 Betonierabschnitte vorgesehen, die jeweils in einer Länge von 12 Metern gefertigt werden. Am Ende werden für beide Röhren rund 15.000 Kubikmeter Beton verbaut sein. Nachdem der Beton ausgehärtet ist, wird die Schalung gelöst und zurückgefahren. Ein Vorgang, dem die Bauleute mit großer Spannung entgegensehen. Es gehört zu ihrer Berufsehre, die Oberfläche der Innenschale in hoher Qualität herzustellen. Weiter bei mir! Bevor der Schalwagen in den nächsten Betonierabschnitt verfahren wird, muss er geputzt und geölt werden. Dann wird wieder eingeschalt, betoniert und so weiter. So wächst Abschnitt für Abschnitt, bis die Betonschale fertiggestellt ist. Danach wird die Fahrbahn erstellt und vor allem Anlagen für die Betriebssicherheit installiert. Bei jedem modernen Tunnelbau wird gerade diesem Aspekt die höchste Priorität eingeräumt. Die Kombination von Höllbergtunnel und Rientalbrücke ist eine gelungene Symbiose, auch hervorgerufen durch die als zweistegiger Spannbetonplattenbalken hergestellte Brücke. Infolge des Achsabstandes der Tunnelröhren wurde jede ihrer Richtungsfahrbahnen als eigenständiges Bauwerk erstellt. August 2009. Die Bauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Dem Tunnel vorgelagert ist das Betriebsgebäude für die Sicherheitsanlagen. Im Inneren des Tunnels begehbare Querschläge und Notwege, Brandmelder, Nottelefone und vieles mehr. Die Sicherheit der Autofahrer hat absoluten Vorrang. Wenige Kilometer entfernt ist die zweite Großbrücke in diesem Abschnitt im Bau, die Friedetalbrücke. Baubeginn war im Juli 2007. Sie entsteht in einem Gebiet, wo Jahrzehnte Bergbau betrieben wurde. Eine zusätzliche Herausforderung für die Ingenieure. Anhaltende Bergsenkungen sowie seismische Ereignisse machten eine Tiefgründung notwendig, die in eine feste Gesteinsschicht eingreift. Im Mittelfeld erhielt die Brücke die beachtliche Stützweite von 165 Metern. Die Folge daraus war, dass dieser Teil des Überbaus im Freivorbau gefertigt wurde. Das heißt, an den beiden Mittelpfeilern ist ein Freivorbaugerät installiert worden, von dem aus der Überbau jeweils nach rechts und links wachsen konnte, um dann im Lückenschluss vereint zu werden. Die mächtige Abraumhalde aus 90 Jahren Kali-Bergbau. August 2009. Das letzte Betonierfeld der Brücke wird bewehrt. Die letzte Lücke eines Bauwerkes der A38, für das die Deges verantwortlich zeichnet, kann geschlossen werden. Fast 13 Jahre Planung und Ausführung finden nun bald einen erfolgreichen Abschluss. Die Friedetalbrücke überspannt in einer Länge von 485 Metern neben dem Schachtfeld, den Friedebach, ein Gewerbegebiet und den Friedeweg. Auf 5 Pfeilerachsen ruhen die getrennt verlaufenden Überbauten dieser einzelligen Spannbeton-Hohlkastenbrücke. Heute am 22. Dezember ist ein großer Tag für die Region.
Der Schlussstein für die A38 wird mit der Verkehrsfreigabe dieses Abschnitts gesetzt. Und ich denke, es ist für alle Beteiligten ein Grund zum Feiern und Dank zu sagen. Wir sind hier am Westportal des Höllbergtunnels um die letzte Lücke, meine Damen und Herren, auf der A38 zu schließen. Und ab heute, jetzt in wenigen Stunden, heißt es dann Freifahrt zwischen Breitenworbis und Bleicherode. Oder man muss es eigentlich großräumiger sagen, es muss heißen Freifahrt zwischen Halle und Leipzig im Osten und Kassel und Göttingen im Westen. Wir eröffnen heute eine der wichtigsten Ost-West-Transversalen in Deutschland. Diese neue Autobahnverbindung, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Ost-West-Verkehrsader ist ein Gewinn für den gesamten mitteldeutschen Raum, für ganz Deutschland, für das zusammenwachsende Europa. Es ist eine Investition in die Zukunft. Jetzt gern woanders. Nein, wir folgen. Moment, wir jetzt. Ja, wir fahren wirklich langsam. Langsam. Ja. Und jetzt, zack. Sehr schnell. Oh. Wunderbar. Okay. Inzwischen hat das Grün die Landschaft zurückerobert. Die Narben der Bautätigkeit gehören der Vergangenheit an. Die A38 ist nicht nur selbstverständlicher Bestandteil der Landschaft von Sachsen-Anhalt über Thüringen bis nach Niedersachsen. Vor allem ist sie als Verkehrsader Wegbereiter für wirtschaftliches Wachstum in dieser Region. Ja, selbstverständlich bringt die Autobahn was, denn nicht nur für Wirtschaftsbetriebe, sondern auch für uns als touristisches Ausflugsziel. Auch das Rosarium in Sangerhausen hat einen Anstieg der Besucherzahlen zu verzeichnen. Wir hatten jetzt auch gestern den 100.000. Besucher und ich denke, dass es schon ein bisschen mit der A38 zusammenhängt. Und wie sieht es heute in den Orten entlang der B80 aus? Die Autobahn hat für Breitenbach eine deutliche Verkehrsentlastung im Bereich der Hauptstraße gebracht. Besonders der Lkw-Verkehr hat deutlich nachgelassen. Bereits jetzt haben sich schon zahlreiche Industrie- und Gewerbegebiete in dieser Region angesiedelt. Für sie ist diese Autobahn das Herzstück durch Deutschland, von Ost nach West, ist fast nicht mehr wegzudenken. Ein Glücksumstand für die Zukunft. Dresden ist nicht mehr weit, Göttingen kann man schnell hinfahren. Also das ist eine gute Sache, finde ich ja. Mit der Fertigstellung der A38, Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 13, hat die DEGES, Deutsche Einheit Fernstraßen Planungs- und Bau GmbH, gemeinsam mit dem Bund und den Ländern Sachsen-Anhalt, Thüringen, Niedersachsen und Hessen eine große und verantwortungsvolle Aufgabe erfolgreich bewältigt. Dank gebührt den vielen Ingenieuren, Mineuren und Bauarbeitern, die mit ihrem Können und ihrem Fleiß dazu beigetragen haben, dieses anspruchsvolle Projekt zu bewerkstelligen. Die bedeutenden Wirtschaftsräume Göttingen, Kassel und Halle Leipzig sind nun durch eine leistungsfähige Fernstraße verbunden. Der Durchgangsverkehr wird auf der Autobahn gebündelt und muss sich nicht länger durch Innenstädte und enge Ortsdurchfahrten quälen. Sehr zur Freude der Anwohner. Die A38 ist aus der Mitte Deutschlands nicht mehr wegzudenken.